Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig mit der supergeile Nature's Crescendo Summermusik. Ich freue mich jetzt schon wieder wie Sau drauf. Jo, da können wir wieder einen Kaffee machen und reite mit. So, der Rest kommt wieder hier rein, wo es hier gehört. Und den Kaffee zwitschern wir uns jetzt schon mal rein. Yeah! Geil! Plus 3 Energie, natürlich. Okay, das wächst im Sommer. Das heißt, Summersaat haben wir schon mal. Für Mäuer? Klar und sonnig. Schade. Lebe vom Land? Okay. Wieder Züge. Ich krieg sehr schnell einen Sonnenbrand, also muss ich zu der Zeit immer vorsichtig sein. Ich hoffe, du magst mich bleich. Natürlich, vornehme Blässe und so. Ah, jetzt sind wir schon bei 12 Herze bei ihr. So. Wenn die Hausverbesserung fertig ist, dann können wir auch tatsächlich Kinder kriegen. Ja. Hallo, meine Freunde. Bergsee war in letzter Zeit mehr Wolksonne. Ich hätte gerne mal Glück mit der Tele hier. Ja, Katzefisch. Hätte man denn jetzt schon gehabt? Hätte man jetzt ins Gemeindezentrum bringen können. Okay, woi. Du erinnere ich mich noch dunkel, dass ich unbedingt noch mehr Met machen wollte, ne? Okay, das heißt, halte mal den Gaul an. Wir brauchen hier Gedöns. Dann können wir hier unseren Met machen. Dann, wo war's dann? Hier. Machen wir nochmal dreimal Blaubeergelee. So, Dalla. Haben wir Robin schon alle Geschenke gemacht? Nee, der kann ich auch ans Gäber. Das heißt Weizenmehl und eine Tomate. Und dann machen wir ihr noch schnell Spaghetti. So. Genau. Bitteschön, der ist für dich. Ups. So. Das ist für mich. Wow, das finde ich ja total super. Ah ja, wir geben ihr dann auf jeden Fall auch schon mal hier das Zeug. Dann kann sie ihr Mittagspause hier bei uns machen mit dem Esser. Gut, der alte Schambel muss noch fort. Und dann brauche ich auf jeden Fall wieder Dünger. So, dann kann der ganze Schiete noch weg. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier können wir nochmal unser Köder holen. Und du haben wir auch noch ein bisschen Kruscht übrig. Gut, 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 gut. Das heißt, der hier rein, das dort, die brauchen wir sowieso nicht. Und hier kann man das noch reinmachen. Dann brauchen wir dann auf jeden Fall noch den Quarzerich. Dann kümmern wir uns auch um unsere Tiere und dann holen wir uns mal die volle Dröhnung an Zeug. Damit wir hier wieder schön düngen können. Ups, so. Da muss ich nämlich nochmal schauen, wie viele Felder wir insgesamt haben. Damit wir auf jeden Fall nochmal alle Felder voll kriegen. So, das heißt, das kann Reihe. Das heißt, die können Reihe. Und die Entefeder in Goldqualität. Die wird auf Cover. Gut, dann bei euch nochmal die Produkte absammeln. Das sieht nicht schlecht aus. Und die Tiere nochmal nacheinander streicheln. Sehr schön. Genau, grunzt da mal einer drauf. Dann Zeug hier rein. Dadum, dadum. Die Ziegemilch muss natürlich mal wieder warten. Hier drin haben wir eine Lachsbeere. Sehr schön. Dann noch schnell hier rein. Und dann würde ich sagen, nix wie ab zu Pierre. Und unser Zeug noch geholt. Damit wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen gut die Ernte haben. Das 39er Feld ohne würde ich sehr gern für die... Nee, würde ich sehr gern für die Melone machen. Und dann noch 2 Melonefelder zusätzlich. Das direkt bei der Gastarbeiter, bei dem Bezirk. So, also erstmal den Kruscht hier nochmal abernte, der aberntbar ist. Und hier freue ich mich immer, wenn die Musik nochmal zweites Mal anfängt. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Also, nichts wie weiter. Und dann wird nochmal eingekauft.
Also 2 Felder für die Melone, also 48 auf jeden Fall. Und dann noch plus die 39. Dann haben wir nämlich die Melone ganz sicher schon mal untergebracht. Und der Rest ist, denke ich, eigentlich optional, das Zeug. Für Weintraube und so Kram, so Zeug, was an Ranke wächst, würde ich sagen, nehmen wir dann die kleine Felder, die Viererfelder. So, Moment. Hier muss ich gerade nochmal reingucken. Hier können wir noch eine zusätzliche Zapfanlage gebrauchen. 2. Ja, insgesamt 2 zusätzliche Zapfanlage muss ich noch herstellen. Okay. Kriegen wir alles hier. Lass mich durch, Tiere. Genau, mindestens. Was brauchen wir dann für die Zapfanlage? Zapfhahn. Holz und Kupferbarre. Oh, das kriegen wir jetzt nur noch einmal hier. Schade eigentlich. So, dann machen wir das so. Denn hier, da müssen wir noch genug Kupfererz schmelzen. Damit wir auf jeden Fall noch mal genug Zeug haben. So rum. Hier runter. Oh, ich bin echt ein Held. Okay, ich sollte zuerst in die Stadt, bevor es aufhört. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 andere Felder habe ich zur Verfügung. Darf ich nicht vergessen. 6 andere Felder. Ups. Das wollte ich doch gar nicht hier. Sondern hier nochmal reinmachen. Der Rest kann wieder fort. Wobei, die Tomate. Warte mal. Die Tomate. Machen wir lieber alle 8 rein. Damit wir für Spaghetti noch in der Zukunft was haben. So, der Rest kommt hier wieder rein, wo es hier gehört. Moment. Der gehört nicht hier. Der gehört tatsächlich dort hier. Und die Entefeder, wisst was, die verkaufen wir. Solange sie nicht Iridium-Qualität hat, ist das nicht so schlimm. Yeah, die Sommermusik kommt wieder. Geil. Ah, ich mag die total. So, was gibt's denn an Daily Quest noch? Irgendwas mit Angeln. Ich geht. Oh, da ist ja Abby. Hi. Eigentlich 5. Ich habe ja noch einmal das hier. So. Dann. 24. 48. Sind wir bei 2 Felder. Und dann 77 müssten wir insgesamt haben dann. So. Dann wären die Felder belegt. Dann, was packen wir noch raus? Da packen wir auf jeden Fall 24. So, das wäre 1. Das wäre 2. Da weiß ich auch schon, wo ich die hier packe. Genauso wie die. So, jetzt raten wir mal gucken. 1, 2, 3 und 4. Und einer noch. Genau. Da haben wir den Rotkohl, der Ersehnte. Dann brauchen wir nämlich fürs Gemeindezentrum. Das heißt, mit 1, 2, 3, 4, 5. Und wir brauchen noch Kleiner. Dann machen wir noch 4 Hopfer. Und wir machen noch. Ansonsten. Halte mal den Gaul an. Was machen wir dann noch? Wir brauchen noch was Kleines. Dann machen wir noch Weizen. So, genau. Okay. Da haben wir jetzt definitiv viel Spaß. Das heißt, wir machen unser Felder nochmal neu. Und dann geht die Luzi ab. Ah, die Musik ist so geil. So, wieder zu. Und dann fangen wir mal hier wieder an. Und weiter geht's. So, lala. Ah, da fehlt noch einer. Na, liegt wohl am Gaul. Dann runter mit dir. So. Okay, das erste Mal. 24. Oh Mann, das wird wieder ein Geklicke und Geklacke ohne Ende. So. Nix wie dra. Und dann muss er noch gewässert werden, nachdem wir fertig sind mit dem ganzen Krusch. Oh Mann, Ometer. So, dann hier die.
Sternfruchtsaat. Definitiv. Ja, ich denke, wenn man bis oben sitzt, noch beschäftigt sei damit. Wobei in der Zwischenzeit kann ich mal genauso gut dann die Kohle rausnehmen. Und hier noch. Dann können wir nämlich genauso gut noch das machen. So, hier brauchen wir noch die Ziegenmilch. So. Die Mayo haben wir dann auch noch gelöst. So, super. Das Ding kommt sofort. Nein, das kommt nicht in die Goschrei. Das Zeug kommt sofort in die Ölpresse. So, da kommst du wieder hier, Siki. Das kommt wieder dort hier. Und dann geht's weiter. Die nächste Saat machen wir Radiesle hier. So. Und. Schön weiter. Na? So. Hier, das können wir ja mittlerweile auch ohne Probleme machen. Und hier. Gut, alle. Dann machen wir das Harz dort hier. Dann kommt nämlich hier erst Nummer 24 Dünger drauf. Und die Radiesle werden dort hier gesetzt. So. Ich freue mich auch schon wieder, wenn Gewitter kommen. Weil sobald wieder Gewitter kommen und wir Batterie hin, können wir auf jeden Fall auch wieder mehr Laterne herstellen. Das wäre dann auch nochmal was ganz Tolles. Dass wir hier nochmal auf unserem vergrößerten Hof auch mehr Beleuchtung hier packen können. Und außerdem brauchen wir das Zeug auch noch für, sagen wir es, dann sage ich das für unser Iridium-Sprinkler. So. Das wäre erledigt. Dann 8-mal Dünger bitte. So, genau. Dann kommt der nämlich dort hier. Und was machen wir dann hier? Da oben machen wir die Wezerei. Und da unten machen wir die Hopferei. Das kommt doch definitiv gut. Weil ich finde, jetzt von Hopfe braucht man nicht so viel. Das ist jetzt auch nicht gerade unbedingt das Produkt, womit man Schweine viel Geld verdient. Von daher, das passt so. Dann als nächstes kommt das hier. Moment, da fehlt doch noch was. Ja, es fehlt uns tatsächlich noch Essart. Hoffentlich noch schnell, bevor der Pierre dicht macht. Dummel dich, Ackermann. Dummel dich mal lieber. Ich hoffe, dass er noch nicht dicht hat, aber ich befürchte es, dass er schon dicht gemacht hat. Das heißt, ich habe tatsächlich noch eins übersehen. So ein Mist, aber ach. Und ja, gut. Perfekt. Okay, was können wir uns dann noch holen? Mais brauchen wir jetzt nicht unbedingt, finde ich. Aber wir holen uns einfach nochmal an der Stelle Blaubeeresaat. Ich finde, die wächst halt unglaublich gut. Und damit kann man saumäßig viel Geld machen. Deswegen, Blaubeersaat lohnt sich meiner Meinung nach extrem. Okay, das dann hier runter. Jetzt kommen nämlich Rotkohl und Blaubeerfelder als nächstes. Alter Falter, du, mach ich mal halt aber echt hier den Wolf. Ich habe auch noch genug Harz dafür, das finde ich auch gut. Pam macht Feuerofen und wir holen uns nochmal 2 Met. Und geben 2 weitere Met in Auftrag. Gut, dann war das das. Hier muss auch nochmal gewässert werden, fällt mir auf. So. Hoppala. So, so. So. Also ich denke, du wirst mal definitiv bis ovens beschäftigt sein mit dem ganzen Käse. So. Okay, das war das. Dann kommt die Hacke hier als nächstes dran. Und weiter. Und immer weiter. Dann machen wir nämlich hier die Rotkohl- und Blaubeerfelderei. Okay. Sieht ja gut aus. Und weiter, weiter, weiter. Ich will nämlich heute auf jeden Fall noch den ganzen Kruscht gemacht haben. Aber ich befürchte, das wird dann bis spät nachts gehen. Machen wir doch gleich mal 48. Uah, klick, 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 klick. Und dann haben wir hier unseren Dünger schon parat.
Weil ich tät ganz gern an der Stelle schon mal unser Blaubeere hier packe. Die kommen dann ganz links hier. So. Bis unser Haus abgegradet ist, dauert aber auch nicht mehr allzu lang. Okay, dann kommt hier erstmal noch Rotkohl rein. Ich persönlich liebe hier auch Rotkohl mit Schweinebrote und so als Winteresser. Oh, das ist so unglaublich geil. Dann die Blaubeere. So, nix wie drauf. Und schon mal gleich wässern das Ganze. Gut, immer nur drei hinterher. Hoppala. So. Na, was machst denn du wieder, Ackermann? So, vor lauter Nervosität. So, und so noch schnell, genau. Alter Falter, das könnte eng wäre von der Zeit. Aber der erste Sommertag muss definitiv produktiv sein. Sonst wird das nix. Dann die nächste Felder. Machen wir doch gleich schon mal hier 48. Dann haben wir nämlich hier unser Blumenfelder. Da kommt dann Mohn hier und der Sommerschmuck kommt dort hier. Und dann passt das nämlich, ach, das ganze Zeug. So, jetzt haben wir schon 20 Uhr. Alter Falter, das wird eng. Das wird echt eng, ihr liebe Leid. So. Hoppla. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir es noch hinkriegen. Ne? Ja, von der Energie her wird es auch recht eng, sehe ich. So, schnell. Schnell. Und schnell, habe ich gesagt, Ackermann. Dann fetz mal drüber. Ja, da brauchen wir definitiv noch Beleuchtung, sehe ich. Und dann auch bei den neuen Feldern und am Gewächshaus bräuchte man dringendst auch noch Beleuchtung. So, dala. Weil hier ist so Mitte drin auch noch beleuchtet, was ich ganz gut finde. Aber trotzdem brauchen wir da drüber auch noch was. Gut, dann hier noch schnell mit unserem Sommerschmuck hier. Dann sind die Blumensamen auch ausgesät. Und da unseren Mohn. So, alle hopp. Moment, irgendwo fehlt noch ein Mohn. Da fehlt der Mohn. Okay. Jetzt aber fix. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ah, wir haben bald nichts mehr drin, ja? Okay. Das heißt, wir müssen nochmal schnell Wasser tanken. Hua, eil dich, Ackermann. Dummel dich, Kerl. So. Ja, da merkt man schon richtig, wie uns die Energie allmählich ausgeht. Und die wäre einfach nur saupraktisch jetzt, die ganze Energie, die wir noch gebrauchen könnten zum Bewässern. Verflixt noch eins. So, hier noch schnell. Und hier noch. Okay, dann kommt hier noch unser 39er Feld hier. Das heißt ganz fix noch 39. Ich hoffe nur, dass wir das von unserer Energie noch herkriegen. So. Das wird nämlich ein ziemlich großes Feld hier, Gever. Schnell. Und immer weiter, immer weiter. Hier noch. Fix. Das Blöde ist halt mit dem Rumgehacke, ne? Schluckt halt auch wieder Unmenge Energie, das Zeug. Aber. So what? Wie viel haben wir da noch an Energie? 59. Gewitter erleid. Das wird echt, echt eng. So. Eventuell muss ich zwischendrin noch was schnabulieren, damit ich noch genug Energie für den ganzen Kram habe. Deswegen bieten sich halt die Sprinkler an. Du merkst mal wieder, was die eigentlich für Nutzer haben, die Dinger. So, jetzt aber. Jetzt aber hoppla, Ackermann. So. Ich denke, noch sollte ich mir auf jeden Fall noch was essen gehen, damit ich hier nicht vom Stängel fall. So, weiter geht's. Oh, leck. Nee, das wird wohl nichts mehr. Schade, schade. Aber die Felder kriegt man noch hier, denke ich. Der Rest müssen wir dann morgen machen. Anders wird das nichts. So, jetzt hier noch weg. Weil wir haben einfach nicht die Energie jetzt dafür noch.
Und das Einzige, was wir noch machen könnten, wo ich jetzt ganz schnell sein muss. Hier und hier und hier und neues Zeug. Ja, der Zapfhahn, das wird nichts. Das kriegen wir erst morgen gebacken wieder. Hoppla. So, schnell. Und jetzt dummel dich aber richtig, Ackermann. Jetzt geht's an die Substanz. So, das Zeug kommt noch fort. Der Met machen wir jetzt Amodorei. Das kommt. Ups, das kommt netto rein. Das kommt aber doch rein. Und das kommt genauso doch rein. Gut, dann bleiben nur noch die Melonefelder, die zwei. Aber um die kümmern wir uns morgen. Moment, ist morgen irgendwas? Nö, morgen ist nichts. Das ist gut. Das heißt, wir haben morgen wieder den Tag zu unserer freien und vollen Verfügung. Also ab zu Abigail ins Bett. Irgendwas hat sich erhöht oder ist geblubbert oder sonst irgendwas. Sieht doch soweit ganz nett aus. Die Einnahmen sind mal wieder klar stabil. Und der zweite Tag im Sommer bricht. Ah. So. Neuer Erfolg. Das große Leben. Ah, das war das, was wir hier gehabt haben. Ja, super. Perfekt. Dann können wir doch hier wunderbar nochmal mehr hier machen. Oh. Unseren Fernseher. Der steht doch falsch. Sehe ich so. Das heißt, den Fernseher stellen wir jetzt do in die Eckreihe. Ne, das geht nicht. Okay. Moment, dann haben wir das gleich. Dann müssen wir das Ding ein bisschen anders hier stellen. Und die stellen wir dort hier. Oh ne, so kommen wir leider nicht ran. Vermeuer. Wunderschön und sonnig. Warte mal. Das kriegen wir auch anders noch hier. Zwar machen wir das Fessel dort hier. Dann kann nämlich der Stuhl dort hier und du. Die stellen wir dort hier. Dann können wir nämlich so immer an den Kalender dran. Na? Oder wir machen das einfach ganz anders. Und stellen uns das Ding jetzt dort hier. So. So wäre doch was. So wäre doch ein Schuh draus. So, Moment. Du kommst doch noch hin hier. Ja. Du kommst aber dort hier. Und du kommst wieder dort hier. So. Wir müssen noch ein bisschen umrahmen und umdekorieren. Siehst, das Häsel kommt da hin in die Ecke. Die Vase. Können wir so packen. Die Vase stellen wir dort hier. Und das Skeletor. Der bewacht unseren Eingang. Ja, da hinten werden dann noch ein paar Sachen. Da ist dann unser Kinderzimmer schon vorbereitet. Das ist doch auch geil, oder? Gut, Abby sagt was. Ich habe den morgen mit verbrauchte Parfum der Zäune zu reparieren. So sollten sie wie neu sein. Danke, Schatz. Ach, man ruft, dass du um das Schreien von deinem Opa alles ordentlich hältst. Irgendetwas an ihm ist besonders. Das kann ich spüren. Na, danke, Schatz. So. Dann wieder raus mit dem Honig. Wieder ein bisschen Met produziere. Okay. Und wir zwitschern uns unseren Kaffee rein. So. Dann gehen wir nämlich wieder ab wie Zäpfchen. So. Okay. Wir haben nur 38. Verflixt. Ich muss nochmal zu Pierre rüber. Ja. Ich muss nochmal zu Pierre. Ich habe nämlich gesehen, wir haben uns hier verdammt. 48 brauche ich. So, das heißt. Nix wie ab zu Pierre war. Oh, unsere Energie ist natürlich, hat natürlich auch mal besser ausgesehen. Okay. Wenn haben wir dann heute in der Daily? Rote Schleim. Darum können wir uns noch kümmern. Das ist gut. So, Pierre. Ich brauche da noch 10 von deiner gute Melone-Saat. So viel dazu. Und dann kümmern wir uns auch mal an die Zapfanlage. Ja. Hämmer. Dann haben wir das Zeug nämlich auch noch gemacht. Eine Weintraube. In Silber. Ja, mit der gute indische Guru-Musik geht es dann gleich weiter. Das kann dann direkt auch rein. Du kommst du hier. Dich packen wir nochmal ganz schnell raus. Genau. Wir wollen nämlich noch einen Zapfhahn. Genau. Perfekt. Siehst du, kannst wieder rein. Und dann um die Tiere kümmern. Ja, das trägt ja schon alles Früchte, wie ich sehe.
Ah ja, Lever Wash hat sie auch noch gefüttert, wie es aussieht. Benötigt 5. So. So rum aber, ne? Okay, jetzt sind zwei Kescher drin. Ja, geil. Geil, geil, geil. Jetzt können wir dann auch noch spezielle Sachen machen und Reifelosser. Das sehen wir dann auch gleich. Das zeige ich euch dann auch direkt. Aber erstmal müssen wir mal das tägliche Business wieder machen, damit das wieder was wird. So, das heißt mit unserer Milch erstmal dort hier. Und die Viertmilch dort hier. Dann können die Tiere wieder raus. Die Wolle kommt noch schnell durch rein. Dann hier. Ihr Getiers. Es gibt mal wieder Endefetter in Gold. Und du hat auch wieder eine Wollefalle, Losser. Okay. Lossig gelte, Kanickel. Lossig gelte. Dann kommen die Eier erstmal durch hier, wo sie hier gehören, ne? So. Es gibt wieder Mayo. Du hast wieder Trüffel. Raus mit euch. Dann Kupfererz. Als nächstes hier. Und dann kümmern wir uns direkt um den anderen Kruscht. Alter Falter, haben wir zu tun, oder? Ja, so als Ackermann hat man schon ordentlich was zu tun, merke ich. So, hier weiter. Das sieht doch auch ganz gut aus. Und hier nochmal. Sehr schön. Das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. Dann machen wir hier noch der Rest fertig. Und dann, wie gesagt, kommen die Melonefelder. Ist dann vielleicht auch nicht verkehrt, dass ich die gestern nicht noch in Angriff genommen habe. Weil da hätten uns dann Zähne gefehlt. Und ich mag das, hoppla, ich mag das nicht so gern, wenn die asynchron zueinander wachsen. Wenn eine früher kommt und die andere kommt später. Das gefällt mir nicht so gut. Deswegen alle gleichzeitig pflanzen, dann kommen sie auch alle zur rechten Zeit. So, Dilla. Dann, die Stahlhacke, genau. Unseren Dünger haben wir hoffentlich noch bei uns. So. Hoppla, da ist noch was drin im Botte, was da nicht hinhört. Ein Kiefernzapfen. So. Jetzt können wir den Käse nämlich auch ohne Probleme weitermachen. Aber das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. So, Dilla. Ja, genau. Da ist auch noch was an Produktion. Zu denen kommen wir danach gleich, nachdem wir hier fertig sind. So, jetzt werden erstmal hier wieder 48 Dünger hergestellt. Und läuft. Perfekt. Ja, also die Sommersaat kann definitiv kommen, wenn ich mir das so angucke. Ich bin gut vorbereitet, würde ich sagen. Und die meiste von unserer Sommerpflanze, Winterpflanze, haben wir ja auch tatsächlich schon im Gewächshaus drin. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich auch nicht so großartig notwendig, hier unser Peperoni und so weiter draußen noch zu pflanzen. Das können wir mal zwischendrin machen, aber ich finde diese Einmalpflanzer hätten eigentlich hier Priorität, weil die kriegen wir eher nimi. Die anderen Dinger haben wir ja ganzjährig mit Mais und mit Blaubeere und so weiter. Das Zeug haben wir eigentlich ganzjährig durch unser Gewächshaus. Was ich eigentlich ganz gut finde. So. Dann der Kram noch. Und dann müsste das ach erledigt sein. So. Okay. Weil sobald das Zeug hier fertig ist, muss ich euch noch was zeigen. Sobald wir hier mit allem durch sind. Das ist dann etwas, was dann später noch gezeigt wird, was aber wichtig ist. So, Dilla. Ab in die Baumschule. Das heißt, Zapfanlage 1 und Zapfanlage 2. Und Klonk und Gronk oder so ähnlich, ne? So, hier sind überall Zapfanlage drin. Das lobe ich mir doch. Als nächstes, was habe ich denn irgendwo noch ohne Verband? Ja, mir jetzt der ganze Harz noch ausgeschöpft, ihr liebe Leid. Genau, die Käse. Dann noch ohne Verband habe ich aber hier das Erz. So.
Weil mit dem Käse, ihr liebe Leid, können wir was anfangen. Die Mayo ist leider nicht dafür geeignet. Das wäre ein bisschen ekelhaft, wenn man das so machen würde, aber ich zeig's euch dann, wenn es soweit ist. So, erstmal wird das hier nochmal alles gemacht. So. So. Und so. Dann machen wir hier nochmal weiter. Und hier nochmal. Jo. Dann die nochmal, die Viererfelder. Sehr schön. Ach ja. Das finde ich echt gut. Die Sternefrucht, die braucht dann am längsten auch bei dem Ganzen. Aber das wird sich lohnen, weil Sternefrucht ist richtig teuer und ist auch definitiv sehr gut geeignet zum Verkaufen. Wobei, ein bisschen sollte ich auch noch aufheben, falls mal jemand noch Sternefrucht frucht oder so, ne? Okay, da sind die Melone auch schon am Kummer. Finde ich gut. So, weiter geht's. Ich bin langsam erschöpft. Sowas aber auch. Wie viel haben wir da noch? 7, ach du liebe Zeit. Da wird es tatsächlich Zeit, dass ich mal Erdbeer verknusper. So, die stopfst du dir jetzt mal rein, Ackermann. Und dann geht's weiter. Ja, das lag mal wieder an der Felder A fertiger, ne? Unser Felder sind aber auch ziemlich groß, muss ich sagen. Also wir haben dort definitiv schon was Lukratives aufgebaut. Alter Falter, bis wir doof fertig sind, ist auch wieder ofend. Gewitter erleid. Ich freue mich auch, wenn es regnet. Und vor allem freue ich mich viel mehr als alles andere auf der Welt auf die... wie hießen sie doch gleich? Die wunderschöne Iridium-Sprinkler. Weil wenn man die hen, ihr liebe Leid. Alter Falter, dann geht's ab. So, jetzt haben wir das nämlich auch mal durch. Die Tiere sind wieder fort. Die Bache sind aber dafür auch wieder fertig. Alle hopp. Sehr schön. So. Dann zu damit. Wir holen noch unseren Woi, den wir produziert haben. Den brauche ich jetzt nämlich. Da haben wir zweimal Woi. Da haben wir Enna. Dürfte man bestimmt auch noch, genau, dürfte man auch noch eine Flasche haben dafür. So, dann brauchen wir nochmal ganz kurz. Denn hier. Heute mülle ich aber das Inventar so richtig zu. So, das kann alles fort. Oh, da haben wir noch was vergessen. Das ist nett. Und der Rest, der kommt mit mir. So. Warte mal, wo habe ich denn meinen Metrei gestopft? Denn habe ich nicht zufällig? Nee. Habe ich nicht hier, dann muss ich ihn hier aber. Genau. So. Genau, das war noch. Dann. Alter Falter, heute ist wirklich richtig was los, würde ich mal sagen. So, das Gedönserich geht noch fort. Das kommt wieder durch, wo es hingehört. Und Kupfererz drauf gepieselt. Dann Stoff. Ich sollte mir möglicherweise für der Weizen und so, sollte ich mir auch noch was zulegen. Und zwar Mühle könnte ich mir noch von Robin bauen lassen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, jetzt aber Dode zu. Das wollte ich euch eigentlich schon den ganzen Tag nicht zeigen, weil wir dort dazu noch nicht kommen. Okay. Weil wir erst noch nicht in der Superausbaustufe sind. Oh Mann. Okay, sie hat die Heizdeck schon auch gemacht, von wegen Bett und so. Aber wisst was? Wisst was, bis es soweit ist? Können wir ja schon mal die Weine und so weiter hier sammeln. Das brauchen wir dann nämlich auf jeden Fall. Dann können wir jetzt den Käse schon reinmachen. Scheiße, ich habe gedacht, das wäre schon die Ausbaustufe. Entschuldigung, ihr liebe Leid, da habe ich mich verdammt. Ich habe gedacht, wir wären schon bei derer Ausbaustufe, wo man ohne einen Keller hat, wo man dann nämlich Wein und Käse reife lassen kann. Das ist ziemlich geil. Dann kann man die auf Iridium-Qualität lagern und reife lassen. Was ich an sich echt ziemlich geil finde. Okay. Dann sind wir aber eigentlich wirklich schon so weit. Weil wirklich großartig was passieren wird hier jetzt nicht nochmal. So, das lassen wir für die Tiere noch übrig. Und wir sollten auf jeden Fall nochmal, wenn wir die Gelegenheit im Sommer kriegen, sollten wir definitiv noch
am Ozean angeln, um den Riffbarsch zu kriegen. So, noch das bisschen abgemacht. Damit wir hier nämlich auch noch ein bisschen an Heutra kommen. Nur sollten wir halt nie alles ganz absensen. Das habe ich bei meinem Probespielstand gemacht. Und als ich da alles abgesenst habe, musste ich dann ständig Heu bei Mani einkaufen. Und das war wirklich nicht so schön. So, Dilla. Wir sollten uns hier definitiv noch die Wege freihalten. Weil wenn ich nämlich wirklich dann neu was dazu bauen will, sollten hier die Gelände freistehen. So, das heißt auch mit dir weg. Bisschen Energie dafür haben wir noch parat. So, das heißt, nochmal hier. Und nochmal gucken, wie es um Großvaterns Schrein aussieht. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und ich würde auch sagen, das ganze Gebiet hier, das bleibt auch wirklich leer. Das halten wir uns wirklich frei. So, wir haben 370 Heuballe drin. Sieht doch sehr gut aus soweit. Okeli-dokeli. Dann hätte ich doch glatt sagen, wir gehen nochmal zu Robin über Meuer bei der Episode und schauen nochmal, was wir alles noch so bauen können bei ihr. Dafür sollten wir auf jeden Fall Holz mitnehmen. Stell haben wir immer parat, aber wir brauchen, glaube ich, dann auch nochmal hier ein bisschen Stoff für das, was ich bauen lassen will. Das kommt hier wieder rein. Und dann denke ich da mal, sorry, liebe Leute, ich mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Das Ding packen wir jetzt nur nochmal woanders hier. Und zwar packen wir das nur neben hier. Genau. So, bei der nächsten Ausbaustufe wird dann noch der Keller hinzugefügt. Jo, aber, du machst es sich ein bisschen komisch. Ich denke, so sieht es richtig gut aus. Desto packen wir auch genau hin dran. Dann stimmt die Symmetrie wieder. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.